Was mich antreibt, ist wirklich die Neugier. Wir wollen verstehen, welche wechselseitigen Kräfte zwischen lebenden Zellen und deren Umgebung wirken und wie sich dadurch das Verhalten der Zellen verändert. Also, wie sie sich bewegen, wie sie an ihrer Umgebung haften und wie sie sich differenzieren. Benoît Ladoux ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler der Mechanobiologie. Ein Gebiet, das Zellbiologie, Biophysik und Ingenieurswissenschaften vereint. Sein Fokus liegt auf den kollektiven Bewegungen von Zellen und deren Selbstorganisation. Von großer Bedeutung für die Neubildung und den Umbau von Gewebe und die Krebsforschung. Ladoux erforscht die Zellmigration in Abhängigkeit von der Starrheit der Umgebung und den Kräften, denen Zellen ausgesetzt sind. Die Mechanobiologie ist wichtig, um grundlegende Prozesse wie die Entwicklung von Organismen, die Wundheilung oder andere physiologische Mechanismen zu verstehen. Auch bei der Tumorbildung kann die Mechanobiologie Erklärungen liefern, weil sich die Umgebung der Zellen verändert und sich beispielsweise verhärtet. Dies kann wiederum die Zellbewegung oder die Tumorinvasion beeinflussen. An seinem neuen Standort in Erlangen plant Benoît Ladoux, die Mechanismen der Tumorzellmigration mit Hilfe von 3D-Kulturen aus Stammzellen zu untersuchen. An ihnen will er Veränderungen in Umgebungen mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften beobachten, um das Zellwachstum in Zukunft hoffentlich auch steuern zu können. Es fasziniert mich, wenn ich Zellen unter einem Mikroskop betrachte, sehe, wie sie sich bewegen. Eine gigantische Anzahl interagierender Objekte. Und doch gelingt es ihnen am Ende, einen Mechanismus zu schaffen, der funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr schön.